Hallo und willkommen zurück bei unserer gemeinsamen 5-Wochen-Challenge Fit ins neue Fotojahr 2021. Wir sind in der Zwischenzeit schon bei Aufgabe 4 angelangt und was dich in dieser Aufgabe erwartet, das erfährst du immer gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Wir haben ja in den vergangenen 3 Wochen bereits die unterschiedlichsten Challenges hinter uns gebracht. Die letzte, Bewegung darzustellen, da gibt es übrigens die Bildbesprechung. Natürlich wie immer morgen um 18 Uhr live auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Jetzt aber zurück zur Aufgabe Nummer 4. Diesmal geht es darum, Pflanzen oder Blumen indoor zu fotografieren. Ich habe euch natürlich auch heute wieder einige Beispiele mitgebracht, wie man das Ganze umsetzen kann. Wichtig wäre dabei, dass die Pflanze isoliert dargestellt wird. Ob das jetzt eine Topfpflanze ist, wie du sie in diesem Bild siehst, die ganz einfach vor einem weißen Hintergrund fotografiert ist, oder aber auch eine Blume, die man dann, wie im nächsten Bild sichtbar, einfach auf eine Oberfläche legt, spielt im konkreten Fall überhaupt keine Rolle. Gehen tut es darum, diese Pflanze, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, isoliert für sich alleine darzustellen. Nicht als Gegenstand, der irgendwo mit am Bild drauf ist, sondern wirklich die Pflanze soll der Hauptdarsteller unseres Bildes sein. Wie immer gibt es natürlich auch diesmal ein paar kleine Tipps von mir, wie ein solches Bild besser gelingen kann. Eine Möglichkeit ist es natürlich, die gleiche Farbwelt zu verwenden, was Hintergrund, Topf, Vase und so weiter betrifft. Also beispielsweise, wie du es hier siehst, weiß, weißer Topf, weiße Wand, ein Stückchen vom Tisch mit eingeblendet oder eben auch nicht und ansonsten nur die Pflanze. Die zweite Variante, so etwas darzustellen, wäre natürlich eine Makroaufnahme, das heißt nur einen Ausschnitt der Pflanze zu zeigen, die allerdings dann typisch für die Pflanze sein soll. Wir wollen also kein zu enges Makro, wo man dann wirklich nur irgendwie einen kleinen Ausschnitt sieht, das ganze Bild grün ist und man sich vorstellen kann, dass es eine Pflanze ist, sondern es soll schon eindeutig erkennbar sein, dass es sich dabei um eine Topfpflanze in welcher Form auch immer handelt. Die zweite Variante ist es, eine Blume zu nehmen. Beispielsweise, ich habe gestern für die Wohnung wieder, nachdem es jetzt schon ein bisschen wärmer war und das beim Spar dann auch schon entsprechend gegeben hat, wieder ein paar Tulpen gekauft, einfach um ein bisschen was Farbiges, Blühendes in die Wohnung zu bringen und so ein bisschen dem Rechnung zu tragen, dass es draußen in den letzten Tagen ja schon ein bisschen angenehmer und wärmer war, eine davon zu nehmen, auf eine Oberfläche zu legen, die kann dann gerne auch die gleiche Farbe haben wie die Blüte der Blume. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise lila nehmen oder rot, dann kann das natürlich gerne auch auf einem solchen Untergrund fotografiert werden, sofern ihr sowas habt. Es spricht aber auch nichts dagegen, das Ganze auf weiß, auf schwarz, wie auch immer ihr euch das vorstellt, zu fotografieren. Eure Aufgabe für Woche 4 lautet also, fotografiere eine Pflanze/Blume und zwar so, dass die Blume, die Pflanze der Hauptdarsteller ist. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Tüfteln, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen, die in den letzten 3 Wochen so fleißig mitgemacht haben und so tolle Fotos eingeschickt haben. Ich freue mich auf eure Ergebnisse, bleibt kreativ, viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns morgen um 18 Uhr auf meinem YouTube-Kanal im Livestream, wenn es um die Bildbesprechung zu Aufgabe 3 Bewegung geht. Macht's es gut!